Bleib sitzen. Bleib sitzen, es geht jetzt los. Setze dich bitte, ich bin schon da. Es geht jetzt los, Jenny. Jenny. So. Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Ich erzähle euch einfach aufgrund dessen, dass viele von meiner Community mir geschrieben haben, ey, was ist denn in deinem Auge passiert? Was geht da eigentlich ab? Wie ist der Stand der Dinge? Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt irgendwie meine Insta-Story, diese so ein fettes Video mache und alles nochmal erkläre, was ich eigentlich die letzte Woche schon wirklich mehrmals getan habe, aber Leute, ist immer noch nicht oder später einschalten, was auch immer, drehe ich jetzt einfach ein YouTube-Video für euch, denn so könnt ihr einfach immer dieses Video anschauen und dann wisst ihr, was Matze eigentlich passiert ist. Denn Matze hat eine Zyste. Ich erkläre kurz einfach mal die Geschichte, wann entstanden ist. Vor 2 Jahren circa hat sich angefangen bei mir so ein Fettkügelchen, Fettgewebe bei mir sich hier oben an der Augenbraue zu bilden. Da ist jetzt gerade noch der Verband dran, der jetzt aber auch gleich hier in diesem Video gewechselt wird. Völlig harmlos eigentlich gewesen, habe es aber auch ehrlich gesagt nie ärztlich abklären lassen, ob es wirklich ein Lipom ist, so wie ich es die ganze Zeit dachte. Ich war einfach nur einmal, weil Jenny hatte eine ärztliche Untersuchung und ich war dabei und habe den einfach mal gefragt, weil man sich dann doch schon Sorgen gemacht hat, weil ihr wisst ja immer so einfach so eine kleine Kügelchen so im Gesicht oder allgemein am Körper, die nicht wehtun oder sonst was, da denkt man, da macht man sich dann eines Tages dann doch Sorgen. Und deswegen wollte ich einfach nur mal kurz den Arzt fragen, können Sie es vielleicht mal anfassen oder so, dann, damit ich einfach ein gutes Gefühl habe und nicht nochmal zum Arzt extra rennen muss. Der war dann so lieb, hat sich das kurz angeschaut, hat gesagt, ja, das kann man bewegen und so hin und her schieben, ist auch jetzt nicht sonderlich groß, tut nicht weh, wächst jetzt auch nicht irgendwie, also mutiert nicht in irgendwelchen, was weiß ich, Größen. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, alles klar, diese ärztliche Kontrolle reicht mir, ich lasse es jetzt einfach sein, es ist auch nicht weiter gewachsen, es hat auch weiterhin nicht wehgetan oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, lass es einfach so. Den einen ist es aufgefallen, den anderen ist es nicht aufgefallen. Natürlich engen Personen, wie zum Beispiel Jenny, ist es sehr aufgefallen. Und Aki oder so, die haben dann irgendwann einmal gesagt, am Essenstisch, wenn man mich von der Seite gesehen hat, alter Matze, diese Kugel ist echt krass. Ja, natürlich, umso öfter man mich dann sieht, umso präsenter war es fürs Auge dann. Mich hat es aber, wie gesagt, nicht beeinflusst. Und deswegen habe ich mich auch nicht dazu entschieden, irgendwie nochmal zum Arzt zu rennen, mir das wegmachen zu lassen oder ähnliches. Dann bin ich vor ca. 10 Tagen die Treppe beim Tierarzt runtergefallen. Genau mit diesem Fettkügelchen auf die Treppenkante, aber wirklich nicht doll. Also wenn ich da doll raufgefallen wäre und hätte gesehen, dass es danach anschwillt, hätte ich auch gesagt, ey, das kann ja auch auf den Knochen. Also der Knochen schwillt ja auch an am Auge, wenn ich darauf falle. Aber es war wirklich so leicht, dass es mir nicht zu erklären war, wie mein Auge so krass anschwellen kann, wie es innerhalb der nächsten 4 Tage nach dem Sturz passiert ist. Jenny ist kurz Hände waschen oder geht gerade kurz Hände waschen, denn sie muss mir jetzt meinen Verband wechseln. Wie es überhaupt zu diesem Verband gekommen ist, Leute, ich war, nachdem das so angeschwollen ist, wie ihr es jetzt gerade eben gesehen habt, wann ich denn ins Krankenhaus gefahren, da mir viele bei Instagram geschrieben haben, ey Matze, du musst unbedingt ins Krankenhaus, geh ins Krankenhaus, du musst in die Notaufnahme, Matze, du spielst mit deiner Gesundheit, du spielst mit deinem Leben, du kannst erblinden, diese Entzündung kann aufs Gehirn gehen, Gehirnhautentzündung und. Meine Mutter hat mich panisch angerufen, Jennys Familie hat mir gesagt, ey Matze, du musst anrufen, Jennys Schwester war so krass sauer auf mich, weil ich nicht ins Krankenhaus gegangen bin. Aber ich bin einfach sehr, also bis ich ins Krankenhaus gehe oder zum Arzt renne, da muss krass was passieren. Ich habe es mir vielleicht ein bisschen schön geredet, so ich dachte, okay, es geht von alleine weg. Ja, dann bin ich ins Krankenhaus gegangen, in die Augenklinik, da nichts anderes irgendwie, also doch, es hatte schon was anderes offen. Es war zwar Notaufnahme, die haben dann aber wiederum zu mir gesagt, geh in die Augenklinik hier bei uns. Dann bin ich dort auch direkt reingekommen, ging alles super fix. Da war jetzt aber keine Oberärztin zu sprechen, sondern ich glaube eher so Assistenzarztmäßig so, oder? Wo? Da im Krankenhaus, das war immer eher so... Nee, ich glaube schon, dass es eine Ärztin war, oder? Wir waren relativ jung, also vielleicht gerade so ausgelernt Ärztin. Oder so frische Ärztin oder so gerade die letzten Jahre oder die letzten Monate des Studiums oder so, weiß ich nicht.
Ja, und die haben dann Sehtest und so mit mir gemacht, damit erstmal natürlich in der Augenklinik gucken die das Auge an, ob da irgendwas betroffen ist oder so. Habe ich alles 100% bestanden, obwohl mein Auge einfach mal so war. Aber war alles easy. Und dann hat man schon gemerkt, so, okay, die wussten, die hätten dann jetzt eigentlich am liebsten gesagt, so, okay, unsere Arbeit ist eigentlich getan. Aber die waren dann wirklich noch so lieb und haben dann da irgendwie ihre Oberärztin angerufen mitten in der Nacht oder am Abend. Und die hat dann gesagt, sie sollen mal einen kleinen Pieks reinmachen und gucken, was rauskommt. Und da ist dann echt enorm viel rausgekommen. Vom Schmerz her war es echt, also war schon ordentlich so, hat schon wehgetan, aber auch eine gleichzeitige Erlösung, weil ich einfach so einen unnormalen Druck drauf hatte auf diesem Auge. Bei dem Bild, was ich euch vorhin gezeigt habe, da sieht man ja auch, also das war krass, ehrlich. Das war, ich hatte das Gefühl, wenn ich mich runtergebeugt habe, dass mein ganzer Kopf platzt. Ja, dann ist es ein bisschen besser geworden. Ich habe auch Antibiotika verschrieben bekommen, musste Zugsalbe raufschmieren und so. Dann ist es immer wieder zwischendurch aufgeplatzt. Jenny durfte dann auch selber drücken. Da habe ich, glaube ich, auch eine Insta-Story gemacht. Aber Leuchte hin. Leute, Jenny liegt jetzt, also es ist einfach gerade aufgeplatzt, Leute. Es ist einfach gerade aufgeplatzt. Einfach so, ich hatte einfach auf einmal so einen fetten Eiterball an meiner Hand. Und Jenny drückt da jetzt ein bisschen rum, damit es rausfließt. Anscheinend muss es raus. So Leute, ich zeige euch jetzt, also nichts für schwache Nerven, aber manche interessiert es einfach, was Jenny nur bei einem Mal drücken, wirklich nur bei einem Mal drücken rausgeholt hat. Wir müssen direkt ein neues Wattepad nehmen. Und das ist kein Blut oder so, also das ist natürlich Bart in die Toilette gemacht. Leute, dass ihr euch mal ungefähr findet, was für ein Druck und was für eine Spannung einfach auf meinem Auge ist. Das ist so krank, wirklich, das ist... Ich war auf jeden Fall sehr spannend, Leute. Ich hab's genossen. Ich finde sowas so interessant, wenn so Follikel? Furunkel. Oh, Follikel, um Gottes Willen. Ich bin bei einem ganz anderen Thema. Furunkel, genau. Wachsen und dann auf YouTube gibt's ja so viele Videos mit so eingewachsenen Haaren, wo du dann drauf drückst und da plupp, platzt das Ding auf. Ich hatte auch die Hoffnung hier, aber es ist leider nicht passiert. Ja, dann bin ich 2 Tage später, musste ich nochmal zur Kontrolle ins Krankenhaus gehen. Dort war wieder dann die gleiche, nicht die gleiche Ärztin so, aber ich würde sagen, das gleiche Schema, ähnlich alt und so, also so ungefähr so die gleiche Richtung, sage ich mal so. Was willst du damit sagen? Naja, halt so relativ unerfahren, würde ich so sagen. So. Doch. Ich war nicht ihr Gebiet. Haben sich auch wirklich Mühe gegeben, aber ich habe gemerkt, okay, die hat nicht den hundertprozentigen Plan und deswegen hat Jenny dann auch danach im Auto zu mir gesagt, weil die haben dann mir direkt einen OP-Termin. Aber nicht, weil sie zu jung war. Nein, deswegen nicht, aber die haben mir direkt einen OP-Termin halt für den nächsten Tag dann gemacht, weil dann die Oberärztin auch da gewesen wäre nächsten Tag. Und den habe ich dann nicht wahrgenommen aus dem Grund, weil Jenny zu mir gesagt hat, also überhaupt auf die Idee gebracht hat, ey Matze, geh doch mal zu der Hautärztin, weil eigentlich hat alles mit unserer Nachbarin angefangen, die Hautärztin ist und sich das an Anfang, den ersten Tag nach dem Sturz angeguckt hat. Die ist dann leider in Urlaub gefahren und konnte sich das nicht mehr weiterführen und dann angucken. Und hat dann gesagt, ey, geh doch mal nach dem Pfingstwochenende zu einer Kollegin von mir, die ist eine sehr gute Freundin von mir und schon lass es dir bei der anschauen, die Hautärztin ist. Dann habe ich Jenny gesagt, ey Schatz, du hast doch aber eh noch bei der eigentlich dann diesen Termin offen. Geh doch nochmal dahin. Dann habe ich überlegt so und dachte mir so, ja man, eigentlich schon, die ist auch Hautärztin. Und ich habe auch im Internet dann gegoogelt und so. Und ihr habt mir auch alle bei Instagram geschrieben, ey Matze, geh nochmal zur Hautärztin. Dann bin ich dort hingegangen und habe mich direkt pudelwohl gefühlt. Wirklich eine ganz, ganz tolle Ärztin gewesen. Auch mit Erfahrung und so. Da habe ich einfach, ich wusste einfach, okay, die spricht so, die Wahrheit hört sich so blöd an, aber die spricht aus Erfahrung und die weiß, was sie macht. Die war ganz cool, ganz lässig und so. Wobei ich nochmal betonen möchte, dass die Ärzte im Krankenhaus nicht unerfahren waren. Es war eine andere Abteilung, nein! Doch, die waren zu jung so, einfach. Die war einfach zu jung. Die war vielleicht so, also, die war so, vielleicht so Anfang 30 oder so oder vielleicht gerade 30 geworden oder ja, so. Ja, das merkt man, dass man eine schlechte Ärztin ist. Nee, ich sag nicht, also, dass man eine schlechte Ärztin ist, aber das war so, man muss dann, also wenn ich schon weiß, sie muss mit ihrer Oberärztin telefonieren, heißt schon mal, sie hat auf jeden Fall nicht viel zu sagen. So, und dann, naja, also wenn man nicht viel zu sagen hat, also wenn man viel zu sagen hat, hat man was erreicht, dann kann man die Entscheidung selber treffen. Wenn man eine Entscheidung aber noch nicht selber treffen darf, heißt es, dass man noch nicht so viel erreicht hat. Darf ich ganz kurz jetzt was sagen, bitte? Ja. Okay. Es war einfach nicht das Fachgebiet von denen. Er war in der Augenklinik, es ist Haut, war nichts fürs Auge, es war nicht das Fachgebiet, dann ging's, aber es waren 2 Top-Ärztinnen, da kann man nichts sagen, meiner Meinung nach. Die haben alles gemacht, was in ihrer Macht stand. Und ich finde es irgendwie ein bisschen crazy, dass du einfach so sagst, ja, die haben keine Erfahrung, das weißt du doch gar nicht.
Nee, aber Max, ich hatte da das immer Gefühl, bisschen, ich hatte das Gefühl. Ja, ich bin da speziell, weil ich möchte mich halt natürlich auch wohlfühlen, so, und warum soll ich das jetzt nicht sagen? So, wie klar, ich da aber es war halt, wie gesagt, eine Augenklinik und dein Anliegen war ein Hautanliegen. Ja, okay, okay. Auf aber egal, wie du das empfunden hast. Ich bin halt, Hautärztin hat mir auch dann direkt für den nächsten Tag, die hat gesagt, so, ja, ich habe dir dann auch die Geschichte erklärt, möchte jetzt aber nicht sagen, was sie gesagt hat, aber ich habe mich dazu entschieden, bei der Hautärztin zu bleiben und das... Also das spricht dann eigentlich auch schon für sich. Genau, und dann bin ich halt nächsten Tag macht sie das dann so ein bisschen auf, schneidet so ein bisschen auf und hat dann jetzt halt diesen Verband drüber gemacht. Und jetzt muss ich den Verband wechseln. Du musst aber bitte deine Mütze abziehen. Stopp, bleib genau so. Mach's ein bisschen nass oder so. Na, jetzt warte mal ab. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Aber mach's langsam. Ja. Langsam, da kommt es jetzt bestimmt irgendwann. Entspann dich doch. Du kannst doch erstmal schreien, wenn es weh tut. Aber du musst nicht davor schon meckern. Ja, aber das ist hier irgendwo. Du weißt ja nicht, wo das ist. Doch. Pass auf. Ich weiß schon ganz genau, wo das ist. Da unten kommt es jetzt dann langsam. Ich weiß das, Matze. Ich weiß das schon. Du musst dir jetzt gar keine Panik schieben. Ich habe Angst, dass du mich quasi in Anführungszeichen nett gemeint reinlegen möchtest, indem du dann einfach ziehst, so, weißt du, so bei, wie wenn man das manchmal bei Pflaster so macht. Fuck, sowas traust du mir zu? Aber das ist ja nett gemeint, habe ich ja gerade extra gesagt, so nett gemeint, dass ich den Schmerz schneller durch... Warum sollte ich, also, naja, egal, wie auch immer. Tut da irgendwas weh jetzt? Ja, einfach nur das Pflaster ziehen. Ja, es ist halt auch echt fest, ne? Ey, wie fest ist das denn? Bist du sicher, dass sie gesagt hat, du sollst das selber wechseln? Ja. Hast du es gleich geschafft. Ist gleich geschafft. Ganz ruhig. Okay. Oh mein Gott, das Alter. Leute, so sieht das jetzt aus. Oh, der Zoom nimmt's nicht. So sieht das aus, was ich jetzt gerade abgemacht habe. Das fühlt sich total komisch an. Können wir das bitte sofort wieder verbinden? Ah, da kommt Alter, ne? Immer noch. Guck mal, wie das aussieht jetzt. Schaut euch das an, Leute. Also bitte wegschalten, wenn ihr das nicht seht. Geh mal näher an die Kamera mit deinem Auge, dass man das auch sieht, was da auch überhaupt da ist. Dass da auch Alter drin ist, ne? Immer noch. Da ist echt richtig viel Alter sogar. Ja, na klar, das soll ja ablaufen, deswegen hat sie den Schnitt reingemacht, sonst hätte sie es ja zugenäht, wenn es nicht ablaufen soll. Aber schon kleiner geworden. Schau mal frontal in die Kamera rein, bitte. Ja, ist auf jeden Fall kleiner geworden. Und als kleine Randinformation, das habe ich vergessen zu sagen, die Zyste konnte bei der Operation... Achso, es ist übrigens im Endeffekt eine Zyste. Das ist eine wichtige Information, habe ich einfach mal komplett vergessen. Sind da auch Haare in dem... Oder ist es jetzt, was ich mit abgezogen habe? Das wollte ich gerade sagen. Es ist auf jeden Fall jetzt im Endeffekt eine Zyste, Leute. Kein Lipom, kein Arterom oder sonst was. Es ist eine Zyste, die vereitert, entzündet von diesem Sturz eben halt war. Und diese Zyste konnte man leider jetzt nicht komplett entfernen, weil sie schon richtig in dem Hautgewebe so mit drin ist oder was sie auch immer gesagt hat. Boah, das fühlt sich echt total eklig und komisch an, ohne Pflaster jetzt auf einmal zu sein. So schutzlos irgendwie. Kannst du mal deinen Kopf hier so zu mir drehen? Ich möchte das mal ganz kurz begutachten. Du weißt ja, das ist doch meine Welt. Das war ein kleiner Drücker von oben, nee, das habe ich schon gemerkt. Nee, doch, das war nicht das, habt ihr das gesehen, Leute? Das war ein kleiner heimlicher Drücker von oben, von der Stirn runter, damit vielleicht was kommt. Da kommt ja schon was. Zeig mal her, ich will da nur gucken. Ich mache nichts, ich fasse doch da nicht hin. Aber warum fühlt sich das so komisch an? Ist das normal? Hier oder was fühlt sich komisch an? Nein, ich fühle mich so komisch irgendwie, dass das so weg ist. Ich mache bloß wieder ein Pflaster drauf, fühlt sich viel sicherer an. Auf jeden Fall konnte man die Zyste nicht komplett mit entfernen und da waren auch Haare mit drin, aus das, was da rausgelaufen ist. Warum konnte man eigentlich die Zyste nicht entfernen? Weil die so tief in dem Gewebe schon drin ist. Sie konnte nur ein Stück mit raus, also wirklich kleine Stückchen mit rausholen. Und wenn ich jetzt möchte, dass die ganze Zyste entfernt wird, muss ich circa 4 bis 6 Wochen warten, bis sich das jetzt hier, dieser Schnitt und so, alles 100% verheilt ist. Na, und die Entzündung halt auch. Genau, Entzündung, Alter rausgelaufen ist und dieser Schnitt verheilt ist, es dauert so 4 bis 6 Wochen und dann kann man die ganze Zyste nochmal entfernen lassen. Sie sagt aber, vielleicht hat sie auch so viel mit rausbekommen, dass es nochmal kleiner wird, als es bevor dieses Ganze überhaupt passiert ist. Dass das vielleicht kleiner geworden ist und mich dann wirklich gar nicht mehr stört oder auch wirklich absolut gar nicht mehr sichtbar ist. Ja, guck es dir mal im Spiegel an. Oh, Leute, ich
würde so gerne drücken. Ich weiß euch. Aber ich muss mich, ich reiß mich zusammen. Ich weiß natürlich, dass das nicht geht. Nicht drücken, Jennifer. Nicht drücken, Jennifer. Das. Ich würde so gerne. Oh Gott. Ist auch fies. Ist wie so ein Hundeknochen, den man unbedingt, also als Hund so einen Hundeknochen knabbern will und dann geht's nicht. Und so. Aber soll ich nicht erst einmal abtupfen? Also das sieht echt danach aus, als würde es abgetupft müssen. Okay. Ja? Okay. Ich weiß es nicht. Doch, natürlich. Nicht, dass du da jetzt was falsch machst dann. Ich mach schon nichts falsch. Ich hab's die ganze Zeit behandelt. Okay. Das ist ja echt nichts beschweren. Aber du sollst nicht drücken, Schatz. Nee, ich drück ja nicht. Ich drück ja nicht. Wo ist denn eigentlich der Schnitt? Ich sehe den gar nicht. Naja, also es ist ja natürlich, also sie hat ja keinen richtigen Schnitt gemacht, würde ich sagen. Ich würde ja sagen, sie hat so einen kleinen Schnitt gesetzt und dann mit dem Skalpell so ausgelöffelt so ein bisschen. Kann das sein? Hat sie da einen Löffel benutzt? Keine Ahnung, ich habe meine Augen zugehabt, Mann. Ach, du hattest die Augen zu? Ja, natürlich. Und selbst wenn ich die Augen offen gehabt hätte... Mach mal zu, bitte. Mach mal bitte zu. Boah, das tut so übel weh, Alter. Boah, das ist ein ganz unangenehmer Schmerz irgendwie. Also, es zeig tut mal bitte her, darf ich nochmal sehen? Darf ich nochmal gucken, einmal? Und sie hat gesagt, also jetzt hast du es eh schon anders gemacht, also sie hat gesagt, man kann das Ding auch, also dieses Teil auch noch falten, dann ist es ein bisschen dicker. Ja, das kann ich ja noch machen. Ist ja kein Problem für mich. Naja, nee, so ist natürlich scheiße. Mach mal zu. Mach mal das Äuglein zu. Ich mach das schon. Aber so wird es... Matze, entweder du machst es mach's selber... Mach's lieber dann komplett... Also lass es lieber so... Nee, doch nicht. Mach's lieber so. Was jetzt? Willst du es nochmal neu machen? Ja. Okay. Hat sie gesagt, dass du das verbinden musst eigentlich? Mhm. Hat sie gesagt, ja. Mhm. Und morgen auch, also Sonntag auch. Okay. Let's go. Party people! Na, das ist gar nicht mehr so leicht, das zu machen, ne? Halt dir das mal so. Ich oh, du drückst ja voll rein. Naja, also ich muss es ja irgendwie machen, Matze. Ich kann jetzt auch nicht, es gar nicht berühren, das geht nicht. Weil sonst könnte ich das nicht... So, dann machen wir so eins nochmal drüber. Halt dir das mal, halt dir das mal. Was? Na da, halt dir einfach mal. Das? Ja. Und jetzt muss ich schnell die Schere holen, scheiße. Ich bin eine schlechte kranke Schwester. Wie, du holst dir die Schere nach dem? Matze, ich muss doch das Pflaster doch noch schneiden, sag doch mal. Ich mach schon alles richtig, vertrau mir da mal. Ja, natürlich machst du alles richtig. Ich hab dich die ganze Zeit versorgt. Leute, wenn jemand Hautprobleme hat, kann ich euch nur eins sagen, kommt zu Dr. Jennifer. Das aber so machen, dass es nicht so in meinem Auge hängt, stopp. Ja, okay. Kann ich machen. Entspann dich bitte. Ich muss aber... Du kannst nicht Angst haben, Schatz. Halte mal bitte so. Okay, okay. Ich habe noch nie beim Arzt erlebt, dass der Patient da helfen muss. Kannst du bitte aufhören, da so drauf rumzudrücken? Drückst halt genau da drauf irgendwie. Das tut voll weh. Stört dich das so beim Auge? Die Mumie. Wir müssen halt so einen Kopfverband einmal... Aber ja, es ist normal, warte, das mache ich. Glaub, aber hör mir kurz zu, du weißt gar nicht, doch, ist es normal, dass es hier so hängt? Nein, nein. Es tut mir jetzt gerade end weh, wenn ich so mache. Oh. Aber bist du sicher, dass es normal ist, dass es mir so weh tut, wenn ich so mache? Ja. Oder hast du vielleicht irgendwas zu fest oder irgendwas so gemacht? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Null. Oh. Das, vielleicht hast du vielleicht aus Versehen ein Pflaster auf die Wunde geklebt, bist du dir zu 1000% sicher? Ja, bin ich. 1 Million%. Okay. Also hier stört mich das, aber das muss halt sein, ne? Das ist normal, dass das mir das Auge jetzt aber so wehtut. Soll ich es nochmal neu machen? Nee. Aber das passt doch. Es also ist doch Leute, wichtig, dass es geschlossen ist. Wie findet ihr, wie hat Jenny es gemacht? Auf jeden Fall geil. Also ich bin 100%ig sicher, ich habe das Pflaster hier hingemacht. Ja, das Pflaster ist sicher nicht darauf. Aber da ist doch nichts. Da ist da was. Ist da was? Ist da was? Ja, also. Hier tut es hier, ja, genau. Und da ist auf jeden Fall der Verband. Okay. Das war eigentlich das, was wir euch mal zeigen wollten oder was ich euch erzählen wollte. Meine Augenzysten-Geschichte. Geht ja auch noch weiter. Am Montag habe ich nochmal Kontrolltermin. Morgen muss wieder das Pflaster gewechselt werden. Jetzt auf jeden Fall wegmachen lassen. Safe. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Video nicht allzu sehr schockiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Jenny für ihre tatkräftige Hilfe. Von Tag zu Tag, 24 Stunden, Leute, steht sie an meiner Seite. Ich würde so gerne drücken. Ich fasse euch. Aber ich muss mich, ich reiß mich zusammen. Ich weiß natürlich, dass das nicht geht.
Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch so auf Alter steht wie ich, lasst einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr auch schon mal sowas in die Richtung hattet. Oder falls ihr gute Kanäle habt, die sowas machen. Dann schreibt es gerne hier rein. Ich bin immer beschafft, aus sowas zu sehen. Ich liege dann abends im Bett und skipp mir einfach was. Wobei ich dann auch immer sagen muss, irgendwie ist dann die 100%ige Befriedigung nicht da. Aber trotzdem reizt es mich. Und 90% sind da. Ja. Wie auch immer. Vielleicht bringe ich ja noch die 100% hin. Nee, mit dem Auge-Dings da, das ist jetzt, das ist durch das Ding. Ich darf da nicht mehr dran, ich sehe es kommen. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.